Wissen ist Illusion. Kann ich euch behilflich sein, Kommandeur? Wisst ihr von irgendwelchen Zentaurensiedlungen, die man hier in der Silberwüste entdeckt hat? Man erzählt sich, dass eine erstgeborene Silvari in der entlegenen Silberwüste einst einen Stamm entdeckt hat. Ich vermute, dass dieser Stamm und die Maguma-Zentauren, die Erneuerungszuflucht in Trockenkuppe, einen gemeinsamen Ursprung haben. Wo ist die entlegene Silberwüste und hat der Pakt schon einen Weg dorthin entdeckt? Diese Region befindet sich tatsächlich nördlich von der Gegend, die wir nördliche Silberwüste nennen. Ihr solltet Seraphen Meisterfeldwebel Heche fragen. Soweit ich weiß, patrouilliert sie in der nördlichen Silberwüste. Okay, dann gehen wir mal zu. Halt. Ja, so. Jetzt gehen wir mal zu ihm hier. Oder ihr. Grüß euch. Willkommen in unserem beschaulichen Lager der Standhaftigkeit, Kommandeur. Habt ihr in der nördlichen Silberwüste noch einen Weg nach Norden gefunden, Feldwebel? Noch nicht, aber vielleicht fragt ihr mal Botschafter Ikitsch. Die heimischen Skrit haben Tunnel, die bis in die hintersten Winkel der Silberwüste reichen. Okay. So, der ist hier. Hallo, hallo, habt ihr Fragen? Ich hab die Antworten vielleicht. Führt vielleicht einer dieser Tunnel über die Grenzen der nördlichen Silberwüste hinaus? Ja, ja, wir haben sogar bis in die entlegene Silberwüste Tunnel gegraben. Ihr könnt sie nutzen, aber wir schließen das Tunnelsystem, wenn Banditen Picarun Riss einnehmen. So. Wie kann ich helfen? Banditen fallen in unseren Riss ein und wollen mein Volk vertreiben. Stopp diese Fieslinge. Zeigt mir den Weg. So, okay. Dann gehen wir mal da hoch. Mir noch. Ja, hilft da nix. Jetzt müssen wir da ein bisschen aufräumen. Und dann wird das Tunnelsystem wieder freigeschalten. Ja, genau. Ja, die sind ein bisschen nervig hier. Was treibt er denn? So. Also vertreibt alle Banditen aus dem Picarun-Riss, aber wir sind sowieso falsch, ja. Ah, oh, wir haben die Event mitgenommen. Ja. Wo ist denn der? Nö, hat schon gepasst. Nö, das hat gepasst, aber wir können jetzt zum Skrit-Tunnel.
dann gehen wir hier rein. Den Tunnel betreten. Und dann sind wir jetzt in der entlegenen Silberwüste. Und weiter geht's mit keine Zuflucht. Nun, da wir hier draußen in der entlegenen Silberwüste sind, was sagt euch eure Intuition, wo wir die nächste Erinnerungssaat pflanzen sollen? Ich habe im Gefühl, dass wir ganz nah an der richtigen Stelle dran sind. Da bin ich mal gespannt. Ah, da gehen wir jetzt ein bisschen weg davon. Auch wieder. Auch. Mann, wo ist denn die? Hast du das jetzt? Ja, das siehst du den Balken oben rechts. Jetzt, hier ist. So, Erinnerung. War die ganze Zeit da gestanden, hättest du bloß zu mir herkommen müssen. Hoffentlich stört es euch nicht, dass ich ein paar Freunde zur Verstärkung eingeladen habe. Jetzt haben wir sie. Das Zentaurenlager direkt vor uns muss der Ort sein, an dem sich Vin versteckt. Warum seid ihr euch so sicher, dass sie ihre Geheimnisse teilen wird? Ich bin mir sicher, dass wir beide sie überzeugen können. Warum habt ihr dann andere in die Sache mit hineingezogen? Unsere neuen Freunde sind für den Fall hier, dass diese Kreaturen anfangen, sich feindselig zu verhalten. Solange wir sie nicht brauchen, werdet ihr nicht einmal merken, dass sie hier sind. Na dann. Sprecht ihr nicht mit den Kreaturen da vorn? Ihr könnt mit Fremden besser umgehen. Okay, sprechen wir mal mit Timur Schrittmacher. Willkommen in der äußeren Zuflucht. Was kann ich für euch tun? Wir suchen nach einer Frau unseresgleichen. Ihr Name ist Vin. Ja, wir hatten das große Vergnügen, Vin bei uns zu beherbergen. Sie und unsere Späherin Neki sind bereits enge Freunde geworden. Und wo finde ich eure Sperren? Neki war in der Nähe des Zentrums unserer Zuflucht, als ich sie zuletzt gesehen habe. Vielen Dank. Sie sind wie Vin, wie diejenigen, die von Ventaris Maximen geschult wurden. Es muss etwas bedeuten, dass welche vom Volk des Blassen Baums bei uns sind. Wie konnte Vin nur mit diesen Tieren leben? Sie verhöhnt uns wie niedere Tiere. So, Neki Brandfall. Ihr seid wie unsere Freundin Vin. Kommt ihr aus dem Hain, von dem wir schon so viel gehört haben? Das stimmt, und wir sind weit gereist, um mit ihr zu sprechen. Wo ist sie? Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, wo sie jetzt gerade ist. Aber sie sollte bald wieder da sein, um das Brot mit uns zu brechen. Wenn es euch nichts ausmacht, dann warten wir auf sie. Na dann. Woher wissen wir, dass die uns nicht belügen? Gehen wir ihr einfach hinterher. Die hat alle mal alle Tassen im Schrank. Ja, irgendwie nicht. Seht an, wer endlich da ist. Ah, Vin. Seht, ihr habt Besuch. Kate, Faulein. Die Vorfahren meiner Freunde hier kannten Ventari. Sie sind fast wie Verwandte. Ich bin nicht mit Tieren verwandt und habe Ventaris Unsinn satt. Ihr müsst jetzt mitkommen. Nein, Faulein. Ich gehe, wohin ich will. Und jetzt will ich bei meinen Freunden bleiben. Wir mussten euch schon durch ganz Tyria folgen, um euch zu finden, Liebes. Vin, ihr könnt bei uns bleiben, solange ihr wollt. Als Gast genießt ihr das Recht auf Schutz. Ihr habt nichts zu bestimmen, teure Freundin. Vin ist unsere Schwester. Cave, ich hätte euch gern gesprochen. Jetzt gleich. Nur zu, sprecht, Cave. Aber macht ihr unseren Standpunkt klar. Unseren oder deinen? Ja, ihren. Wir haben ja nichts zu melden, merkst doch. Ja.
Wir haben diese Zuflucht errichtet, um etwas Abstand zwischen unserem Stamm und seiner gewalttätigen Vergangenheit zu bekommen. Aber wir werden uns notfalls verteidigen. Dazu besteht kein Grund, aber ihr müsst wissen, dass wir weit gereist sind, um Wind zu finden. Das wird euch noch leid tun. Sie ist nicht euer Eigentum, über das ihr verfügen könnt. Und wenn ihr keine Gewalt einsetzen wollt, warum kommt ihr dann mit Soldaten in die Einöde? Nur eine Vorsichtsmaßnahme. Dieses Gebiet ist uns unbekannt und voller feindseliger Kreaturen. Ihr seid hier die feindseligen Kreaturen. Wir können solche Spannungen in dieser Zuflucht nicht dulden. Soll das eine Drohung sein? Moment, was geht hier vor? Bleibt hier und haltet euch da raus. Kate, sie haben sich gegen mich gewendet. Verteidigt V-Line. Okay, wir müssen mit eingreifen. Ich habe eigentlich gar keine Lust dazu. Hilft nix, sonst kommen wir nicht weiter. Es wären auf jeden Fall nicht weniger. Ja, ich merke es auch. Ich hab keine Angst. Die kann sie haben. Okay, dann schauen wir mal, wo Wind steckt. An meine Seite. Ja, da oben sind noch mehr. Ich hab keine Angst. Ich brauche mehr an meiner Seite. Okay, dann können wir da runter zum Stern. Win, da ist Win. Nein, lasst mich. Was habt ihr getan? Hört mal, ihr wisst ja, wir wollten das nicht. Wind, erhört meinen Ruf.